Ja, dann begrüße ich Sie recht herzlich zur heutigen Vorlesung Schrägstrich-Übung. Ausnahmsweise trage ich heute selber mal vor, weil es so ein bisschen um die High-Level-Einbettung in unsere Forschung auch geht und warum wir was in dieser Vorlesung machen. Normalerweise halte ich die ganze Vorlesung selber. Die Folien sind auch weitgehend von mir. Das mag sich noch ändern bei den Themen, wo Simon und Christian die Experten sind. Aber wie gesagt, die High-Level-Sachen wollte ich mal ein bisschen direkt was drüber erzählen. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, was ist überhaupt das Selbstverständnis von Algorithmenforschung? Haben wir da das Geschichte? Ja, das kommt gleich noch. Aber vielleicht sage ich das jetzt hier auch schon. Also es gibt einerseits den Begriff Algorithmentheorie und in gewisser Weise ist die Vorlesung, wie wir sie hier machen, auch zu 80, 90% Algorithmentheorie, allerdings für Algorithmen, die sehr praktikabel sind. Aber um das überhaupt nachzuweisen, dass das Algorithmen sind, die man wirklich in der Praxis braucht, muss man noch eine Menge weitere Dinge tun. Das ist auch für die Algorithmen, die wir Ihnen hier vorstellen, tatsächlich passiert. Wir sparen uns das nur, weil wir einfach in möglichst kurzer Zeit Ihnen möglichst viel nützliches Wissen transportieren wollen. Und wenn wir jetzt für jeden einzelnen Algorithmus durchexerzieren, wie man jetzt wirklich belegt, dass der gut ist, wie man den so implementiert, dass er der allerbeste auf der Welt ist und alle Tuning-Tricks macht, könnten wir halt nicht so viel Stoff abdecken. Ja? Es gibt eine Vorlesung von mir, die im Sommersemester jeweils läuft, Algorithm Engineering for the Basic Toolbox. Was ich da im Endeffekt mache, ich nehme den Stoff von Algorithmen 1 und mache es da dann richtig. Aber selbst da kann ich nur einen Teil des Stoffs abdecken. Aber das ist sozusagen komplementär zu dem, was wir hier machen, dass wir nämlich diese ganzen Bindestich-Algorithmiken Ihnen mal so einen Geschmack dafür geben, was es überhaupt alles an algorithmischen Teilgebieten gibt, von denen jeder Informatiker mal gehört haben sollte. Das war ja bisher auch eine Pflichtveranstaltung. Wenn wir alle beliebig viel Zeit hätten, wäre ich auch dafür, das weiter als Pflichtveranstaltung zu behalten, aber das war halt leider nicht mehr haltbar bei der Belastung, die Sie sonst so haben. Ja. Genau. Also und was ich Ihnen heute erkläre, ist, was muss man eigentlich tun, wenn man wirklich vom theoretischen Entwurf eines Algorithmus bis zur praktischen Anwendung gehen will. Und das ist der Prozess des Algorithm Engineering und den möchte ich Ihnen heute erklären. Und ich denke, das wird für Sie eine Rolle spielen, selbst wenn Sie nicht in der Algorithmik vertiefen später, weil mein Eindruck ist, so ein Drittel bis die Hälfte aller Masterarbeiten in der Informatik, nicht nur bei uns am Institut oder in der Arbeitsgruppe, haben irgendwie einen algorithmischen Kern. Und da werden Sie auch fast immer experimentell belegen müssen, dass das, was Sie da entworfen haben, besser ist als das, was es vorher gab oder so. Und da kriegen Sie heute einen gewissen Eindruck, wie man das macht. Okay? Also, das ist ganz interessante Geschichte, wie diese Folien zustande gekommen sind. Das ist nämlich jetzt weder für die Vorlesung entstanden, noch für einen Paper, sondern für einen Projektantrag. Ich habe da gemeinsam mit Kollegen aus Deutschland ein relativ großes DFG-Projekt eingeworben, wo dann 20 Doktoranden über 6 Jahre Algorithm Engineering gemacht haben. Und das hat die Rolle Deutschlands in diesem Bereich sehr stark gestärkt. Das fand ich eine sehr erfolgreiche Geschichte. Und für den Antrag mussten wir halt sagen, was ist überhaupt Algorithm Engineering und warum ist das wichtig? Und ich denke, daraus habe ich dann diese Vorlesungsfolien gemacht und ich denke, das ist auch ganz interessant. Also ich werde erstmal eine Definition geben, ein paar Beispiele andeuten und dann noch ein bisschen konkreter über experimentelle Methodologie was sagen, weil das ist das, was Sie dann auch in Ihrer Masterarbeit möglicherweise brauchen. So. Also wie funktioniert
Algorithmik traditionell, und ich sag mal, in den 70er und 80er Jahren war das auch so die einzige Art, Algorithmik zu machen. Das war Algorithmentheorie. Und das kann man als so eine Art Wasserfallmodell sich vorstellen. Es gibt abstrakte Modelle vom Problem und von der Maschine. Auf dieser Basis entwirft man Algorithmen, und zwar mit dem Ziel, sie später zu analysieren. Und dann kriegt man am Ende, wenn man das richtig gemacht hat, beweisbare Leistungsgarantien. Zum Beispiel, Merge Sort läuft in Worst-Case-Zeit O von n log n. Ja? Das ist deduktives Schließen. Also in gewisser Weise ist das auch ein Zweig der Mathematik, wenn man die Algorithmik so versteht. So, und die traditionelle Sichtweise der Algorithmentheoretiker war, das ist der spannende Teil. Und natürlich ist das sehr praktisch, weil die Praktiker, die lesen die tollen Papiere, die da geschrieben werden, unternehmen die triviale Aufgabe, das zu implementieren, und dann wird das ganz breit eingesetzt. Das ist die Theorie der Theoretiker. Die Praxis ist, dass das ein langer, steiniger Weg ist, von den Algorithmen, die hier entworfen werden, zu einer praktischen Implementierung. Und meine Erfahrung ist, das passiert eigentlich bei den schwierigeren Dingen gar nicht oder bestenfalls dadurch, dass ein Doktorand aus dem Bereich dann irgendwie in den Praxisbereich rüberwechselt, weil der das dann vielleicht noch versteht, was da passiert. Und wenn man sich dieses Modell hier näher anguckt, dann versteht man auch relativ schnell, warum das so ist. Der Entwurf dieser Algorithmen ist ausgerichtet auf die Analyse, nicht auf die Implementierung oder die praktische Anwendung. Das geht zum Beispiel so weit, dass ein Hardcore-Algorithmentheorie-Paper liest sich so: Definition, hier ist unser Problem. Satz: Dieses Problem lässt sich in Zeit O von bla 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 lösen. Beweis. Und dann kommen 5 Seiten Beweis, und wenn man das Ding 3 Tage lang liest, kann man daraus irgendwie einen Algorithmus extrahieren. Aber es gibt nirgendwo eine explizite Stelle, wo der Algorithmus beschrieben ist. Und jetzt stellen Sie sich dann jemanden von Siemens vor, dem man sagt, oh, es gibt einen ganz tollen Algorithmus für dein Problem, wieso hast du den denn nicht implementiert? Und der, hä? Ja? Versuchen wir diese Unterschiede nochmal ein bisschen aufzudröseln. Also eben habe ich von diesen Modellen geredet. Die sind in der Theorie meistens ziemlich simpel. Und zwar gilt das sowohl für die Anwendung als auch für die Maschine. Was ich mir hier jetzt mal überlegt habe, wäre zum Beispiel Klimasimulation. Ja? Wenn es Ihnen nur darum geht, überhaupt mal so eine Transportgleichung oder sowas zu lösen, dann ist das eine partielle Differentialgleichung, eine relativ einfache. Die formulieren Sie auf einem zweidimensionalen Gitter und implementieren das Ganze dann vielleicht auf eben einer sequentiellen Maschine von Neumann-Modell. Ja? In der Realität haben Sie ein Klimamodell, das besteht aus ein paar hundert partiellen Differentialgleichungen und irgendwie 3 Wissenschaftsdisziplinen, die man komplett verstehen muss. Also da muss man Glaziologie machen, also Eisbewegung, Meeresströmungen, wie sich Pflanzen unter bestimmten Wetterbedingungen entwickeln, weil das auch wieder ein Feedback hat. Sie müssen was über Geologie verstehen, weil Sie wissen müssen, wie bei welchem Wetter welche Gesteine wie viel CO2 absorbieren, etc., etc., etc. Ja? Also da steckt einfach unheimlich viel Naturwissenschaft drin. Das müssen Sie alles reinmodellieren. Und Sie führen das Ganze auf einem realen Rechner auf. Und noch schlimmer, das ist nicht so ein PC wieder abgebildet, sondern auch noch ein Superrechner, der eine ganz komplexe Struktur hat. Ja? Also Theorie hat einfache Modelle, die Praxis hat viel komplexere Modelle. Bei den Algorithmen ist es genau umgekehrt. Theoretiker sind stolz, wenn das Ganze möglichst kompliziert ist. Ja? Bei den Top-Theorie-Konferenzen können Sie ein durchschlagendes Ergebnis einreichen. Sie kriegen mit 80%iger Wahrscheinlichkeit das Kommentar, oh, das finden wir toll, aber das ist zu einfach für diese Konferenz. Das ist mir so mehrfach passiert mit Papieren, die dann später 10-mal so oft zitiert werden wie das beste Papier auf der ganzen Konferenz. Das ist egal, das ist nicht spannend. Ja? Umgekehrt hat man bei, ich sag mal, Hardcore-Praktikern, wenn sie jetzt irgendwie zu einer Unternehmensberatung gehen, die dann irgendwie schnell irgendwie so applikationsspezifische Sachen programmieren,
dann ist ein Algorithmus, jawohl, das ist eine Vorschleife. Ein komplizierter Algorithmus sind zwei geschachtelte Vorschleifen. Und eine Datenstruktur, das ist ein Array. Oder es sind Datenbanker, dann ist ein Algorithmus eine SQL-Abfrage und eine Datenstruktur ist halt eine Relation. Fertig. Ja? Also das ist genau umgekehrt. Da haben die Praktiker ganz simple Sachen und die Theoretiker ganz komplizierte Sachen. Und finden Sie da mal zusammen. Und schließlich gibt es ganz andere Ziele. Was ein Theoretiker beweisen will, ist asymptotische Worst-Case-Komplexität. Also bei dem asymptotisch macht er sich's einfach. Konstante Faktoren werden weggeworfen. Lower-Order-Terms auch. Bei dem Worst-Case macht er sich schwer. Der Algorithmus muss für jede Instanz gut funktionieren. Während ein Praktiker, den interessiert das nicht so. Da ist Hauptsache, das Ganze funktioniert für die Eingaben, die tatsächlich auftreten. Ja, das ist oft viel einfacher. Andererseits, konstante Faktoren können durchaus eine Rolle spielen. Zum Beispiel habe ich auch einmal ein Paper geschrieben über den besten Algorithmus für maximale Flüsse in Graphen, in gewisser Weise, also theoretisch. Sie werden noch kennenlernen, was das ist und wie das geht. Aber da war es dann so, da war der Worst Case gleich der Best Case. Das heißt, der Algorithmus braucht immer gleich lange oder kurz. Ja? Und leider war dieser Fall dann viel schlechter als das, was triviale Algorithmen für reale Instanzen brauchen. Also ist der Algorithmus, so wie er dann in diesem Papier steht, völlig unbrauchbar. Und dann sagen Sie nochmal, das hier funktioniert. Ne? Das heißt, Sie müssen diesen Prozess hier grundlegend ändern, um überhaupt Algorithmik betreiben zu können, die sich auf die Praxis auswirkt. Und selbst wenn Sie eigentlich sich für Theorie interessieren, müssen Sie trotzdem über diese Sache hinausdenken. Wie geht das? Ich habe jetzt dieses Wasserfallmodell hier schon mal eingezeichnet. Also das wollen wir weiterhin auch mit dabei haben. Wir wollen nichts wegwerfen, wir wollen was dazu tun. Und es ist klar, man muss irgendwie Experimente machen. Aber was noch? Ja? Der erste Schritt ist schon mal eine wichtige Beobachtung. Ja, wenn ich was experimentell evaluieren will, muss ich es auch implementieren. Das klingt jetzt erstmal trivial. Aber was sehr Grundlegendes, was da passiert, ist, diese Experimente, die mache ich ja nicht einmal und dann sage ich, ja, und das war jetzt nicht so gut und das war es aber, trotzdem bleibe ich bei meinem Algorithmus. Sondern ich ändere mein Design und vielleicht sogar das Modell und fange von vorne an. Ja? Also ich habe so einen Zyklus. Und dieser Zyklus ist eigentlich ungefähr das Gleiche, wie man in den Naturwissenschaften ohnehin schon macht. Es gibt Popper's Scientific Method. Also Popper ist ein Wissenschaftsphilosoph. Der hat diese Sachen, glaube ich, in den 40er, 50er Jahren geschrieben. Er hat gesagt, okay, Wissenschaft wird getrieben durch falsifizierbare Hypothesen. Das heißt, ich mache irgendwie meinen Entwurf, Analyse, ich habe ein Modell und dann habe ich eine Hypothese, dieser Algorithmus ist gut für die und die Art Eingaben. Ja? Dann kann ich die überprüfen durch ein Experiment. Aber was lerne ich über die Experimente? Ich kann eigentlich nie so Sachen beweisen, wie die Worst-Case-Komplexität ist die und die, weil ich nicht alle Eingaben betrachten kann. Aber ich kann zumindest Fälle finden, wo der Algorithmus nicht gut funktioniert. Dann wäre meine Hypothese falsifiziert. Man darf die Hypothese aber eben nicht so schwammig formulieren, dass egal, was dabei rauskommt, die Theorie immer noch irgendwie stimmt. Das ist so eine Minimalanforderung an wissenschaftliche Experimente. Und was ganz entscheidend ist, die Art Denke, die hier stattfindet, ist induktiv. Also man guckt sich Daten an und denkt sich mögliche Hypothesen aus. Während das, was die klassische Algorithmentheorie macht, deduktiv ist. Mit festen Regeln Dinge formal beweisen. Das heißt, man muss eine ganz andere Denkweise auch anwenden, um im Algorithm Engineering über diese reine Theorieschiene hinauszukommen. Und das ist eine wichtige Beobachtung. Ja? So, das hätten wir jetzt. Das ist, finde ich, philosophisch gesehen ganz spannend. Aber man könnte sich hinstellen und sagen, ja, das ist so eine Sonntagsrede. Ne?
Das kann man bei irgendeinem eingeladenen Vortrag machen, mal darauf hinweisen, wie philosophisch tiefgehend doch die Disziplin ist. Aber am Ende der Tage passiert da gar nicht viel mehr, als dass man eben ein paar Experimente macht. Punkt. Ja? Es gibt auch Leute, gerade in den USA, die dann vor allem von Experimental Algorithmics reden. Und das darauf zu beschränken, finde ich eigentlich ziemlich langweilig. Und die Nagelprobe hier ist meiner Meinung nach die, verändert sich denn in dem Prozess sonst noch was, außer dass ich da Experimente dran flansche? Und meine Behauptung ist jawohl, es verändert sich alles, fast alles. Was nämlich passiert ist, damit das Ganze funktioniert, brauche ich nicht irgendwelche theoretischen Modelle, sondern realistische Modelle. Ja? Ich muss meine Algorithmen so entwerfen, dass sie auch implementierbar sind und in der Praxis irgendeine Chance haben. Das heißt, ich entwerfe ganz andere Algorithmen als vorher, möglicherweise. Ich werde gleich auch nochmal erklären, warum. Und selbst die, ach so theoretische Algorithmenanalyse kann sich unterschiedliche Dinge anschauen, wie zum Beispiel die konstanten Faktoren genau anschauen, von der Worst-Case-Annahme weggehen und zu sehr verfeinerten Varianten von Average-Case-Analyse übergehen und so weiter. Ja? Was dann noch dazu kommt, ist, dass diese Implementierungen, na, die sind manchmal Hackerei, kann man sagen. Ja? Wir wollen durch diesen Kreis möglichst schnell, das heißt, ich mache hier Prototypen, mit denen ich möglichst schnell grundlegende Erkenntnisse kriege. Und die ersten Prototypen werde ich ohnehin wegwerfen. Das heißt, die müssen nicht unbedingt eine riesige softwaretechnische Qualität haben. Aber um hinterher die Anwendung zu kennen, wird sich das Ganze irgendwann stabilisieren und dann mache ich vielleicht ein Refactoring von den besseren Algorithmen in eine Algorithmenbibliothek, die dann wiederverwendbar ist. Und natürlich will ich das Ganze dann auch anwenden. Das heißt, an der Seite stehen hier immer die Anwendungen, die in vielfältiger Weise mit den anderen Aspekten da gekoppelt sind. Und wenn ich jetzt tatsächlich sage, ich will das nicht in eine allgemeingültige Algorithmenbibliothek überführen, die Implementierung, die ich hier habe, sondern eigentlich steht im Vordergrund eine ganz konkrete Anwendung, dann mache ich eigentlich so eine Art Application Engineering. Das heißt, der Algorithmus wird dann nochmal umgeschrieben, um konkret den Eigenschaften der Anwendung zu genügen. Zum Beispiel habe ich eben von diesem Max-Flow-Problem geredet. Das sind Flüsse in Graphen, was sehr abstrakt ist. Eine der wichtigsten Anwendungen findet sich in der Bildverarbeitung. Aber da habe ich zusätzliche Eigenschaften. Mein Graph ist nicht mehr ein allgemeiner Graph, sondern der ist repräsentiert durch so ein dreidimensionales Array von Voxeln und Kanten sind implizit gegeben durch, naja, benachbarte Voxel und wie die sich unterscheiden. Und wenn man wirklich effizient diese Bildverarbeitungsprobleme lösen will, dann sollte man eine spezifische Implementierung haben, die diese Eigenschaften ausnutzt. Ja, das wäre so ein Beispiel dafür. So, Fragen zu diesem Schema, Algorithm Engineering. Wie gesagt, es gibt darüber dann nochmal eine detaillierte Vorlesung im Master. Okay. So, ein bisschen Geschichte dazu. Also wie ist es überhaupt zu diesen kulturellen Umbrüchen, könnte man fast sagen, gekommen in dieser Teildisziplin? Wer weiß, wer das hier ist? Die erste Algorithmeningenieurin Ada Lovelace. Die hat eine Hardware programmiert, die der Hardware-Typ leider nicht zum Laufen gekriegt hat, der Herr Babbage. Aber man sagt heute, dass die Algorithmen, die die gebaut hat, durchaus schon ziemlich gut waren. Und die hat sehr viele Sachen eigentlich vorweggenommen, die dann erst 100 Jahre später so richtig in Fahrt gekommen sind, als dann die ersten Rechner wirklich gebaut wurden. Insbesondere ist es auch immer wieder spannend, dass es einzelne Algorithmen gibt, die durchaus schon älter sind als die Computer. Sie kennen vielleicht den euklidischen Algorithmus, der ist mehr als 2000 Jahre alt. Sie haben in Algorithmen 1 Minimum Spanning Tree Algorithmen gesehen, die so aus den 30er und 20er Jahren des 19. Jahrhunderts kommen. Aber natürlich ging das dann erst in den 1950er und 1960er Jahren richtig los. Da war man froh, wenn man überhaupt mal an der Universität einen Rechner hatte und mal sich damit anfreundete, wie man programmiert.
Da kamen dann schon einzelne grundlegende Papiere, aber ich sag mal, der Ansatz war dann noch sehr diffus. Also es gab natürlich Leute, die aus der Mathematik kamen und durchaus schon Sachen bewiesen haben. Andere haben einfach ein bisschen drauf losprogrammiert und geguckt, was passiert. Da war der Standard relativ niedrig. Und in den 70er und 80er Jahren hat sich das dann aber so ein bisschen rauskristallisiert, dass es eben durchaus große Vorteile hat, den Algorithmen-Theorie-Ansatz auch mit durchzuziehen. Gerade Leute wie Donald Knuth haben dann Lehrbücher geschrieben, in denen sie das eben für viele wichtige Probleme durchexerzieren. Und damals war es auch noch so, dass viele der Algorithmen, die man sich dann ausgedacht haben, trotzdem für die Praxis gut waren, obwohl sie diesen Theorieansatz gewählt haben. Nur wurde das dann in den 80er und 90er Jahren, hat sich das immer weiter entfernt, weil es wurden halt immer komplexere Algorithmen entworfen, man hat sich nur in diesem Theorie-Kontext bewegt und dann ist also Theorie und Praxis immer weiter auseinandergedriftet. Das war so der Effekt. Und es gab dann ganz wenige Ausnahmen, Leute wie David Johnson und John Bentley, die dann sowohl theoretisch gearbeitet haben, als auch experimentelle Arbeiten gemacht haben. Zum Teil war das ansonsten verpönt. Es gab dann Leute, die haben Experimente gemacht, um überhaupt ein Gefühl dafür zu kriegen, was ihr Algorithmus tut, haben das dann aber bewusst verschwiegen in ihren Papieren, weil das wäre garantiert kritisiert worden als nicht wissenschaftlich sauber. Ja, und dann ist es jetzt spannend, wenn Sie, also als ich das damals geschrieben habe, war das zumindest so, wenn man Algorithm Engineering in so eine Datenbank eingegeben hat und nach den ältesten Papieren dafür sucht, dann kommt eins von 1986 von dem verstorbenen Kollegen Thomas Beeth aus Karlsruhe. Wo der den Begriff allerdings ein bisschen anders verwendet, aber durchaus in die Richtung. Aber der hat jetzt nicht allgemein Methodik entwickelt, Algorithm Engineering. Allerdings, was zur gleichen Zeit stattfand, war eine Diskussion in der Fakultät für Informatik, dass man eigentlich die Informatik stärker als eine Ingenieurwissenschaft aufstellen will. Und man hat damals dann auch eine Vorlesung eingeführt, die man Algorithmentechnik genannt hat. Und das war bis vor 7 oder 8 Jahren, also im Diplomstudiengang, war das auch eine der Stammvorlesungen. Und die wurde dann umbenannt in Algorithmen 2. Ja? Und wenn Sie jetzt hergehen und Algorithmentechnik wörtlich übersetzen und außerdem in Betracht ziehen, dieser Kontext Informatik als Ingenieurwissenschaft, können Sie das eigentlich nur als Algorithm Engineering übersetzen. Ja? Also eigentlich ist das hier die Algorithm Engineering Vorlesung, aber ganz so ist es dann halt doch nicht. Die ist eigentlich immer als Algorithmentheorie-Vorlesung gehalten worden, aus den Gründen, die ich am Anfang genannt habe. Man kann dann einfach viel kompakter Wissen über Algorithmen transportieren. Und durch die Auswahl der Algorithmen, die man vorstellt, kann man auch die Auswüchse beseitigen, dass man dann also eben die Algorithmen, die in der Praxis jetzt gar nicht so relevant sind, lässt man halt weg. Und dann bleibt immer noch mehr als genug übrig für eine Stammvorlesung. Ja? Trotzdem, historisch gesehen, war Karlsruhe da ganz weit vorne, weil diese Diskussion setzte damals eigentlich erst ein. Die ältesten späteren Sachen, die dann wirklich auch die Mainstream-Algorithmik beeinflusst haben, sind vom Ende der 80er Jahre. Da hat zum Beispiel Kurt Mehlhorn am Max-Planck-Institut angefangen, gemeinsam mit Stefan Neher die Library of Efficient Data Types and Algorithms zu bauen. Da ist dann, ich glaube, mehr als 10 Jahre später ist das Ding halbwegs fertig geworden, so ein 1000-Seiten-Trümmer entstanden, wo wirklich die wichtigsten Algorithmen sowohl theoretisch als auch relativ praktisch vorgestellt werden. Ein sehr schönes Buch. Dann hat es nochmal 10 Jahre gedauert, bis die ersten Workshops und Konferenzen zu dem Thema rauskamen, also Ende der 90er Jahre. Und damals wurde das auch sehr high level von berühmten Informatikern in den USA
gegenüber der Regierung verkauft, hier, wir müssen unsere Policy für die Wissenschaftsförderung in der Informatik ändern und stärker in Richtung dieses Theorie-Practice-Gap überwinden. Ja? Und dann gibt es also seit der Zeit drei relativ etablierte Konferenzen in dem Bereich. Fragen zur Geschichte des Algorithm Engineering? So, dann möchte ich mal ein bisschen genauer erklären, was diese einzelnen Aspekte dieses Kreislaufs bedeuten. Zunächst mal, ich habe gesagt, wir brauchen realistische Modelle. Das ist aber spannend. Zum Beispiel jetzt beim Maschinenmodell. Kann man nicht viel erkennen. Ne? So, da wäre dieses Von-Neumann-Modell. Super einfach. Wir haben ein sequenzielles Rechenwerk, einen uniformen Speicher und das ist es schon. Ja, das denken Sie sich mal gerade weg. Und dann, das nenne ich das Intel-Monster. Damit hat um die Jahrtausendwende Intel geworben. Das habe ich dem doch recht harmlos wirkenden John von Neumann mal gegenübergestellt. Super komplexe Hardware, viele Cache-Ebenen, immer mehr Parallelismus. Das kann ich vielleicht modellieren, aber ich kann damit keine Algorithmen mehr analysieren. Ja, es wird viel zu kompliziert und sagen wir mal, ich würde da eine Doktorarbeit ausschreiben, analysieren Sie mal in meinem tollen, super realistischen Modell Quicksort. Ja? Und dann kommt da raus, jawohl, hier ist die Analyse, 3 Seiten Formel. Hat niemand was von. Versteht man auch nicht. Kann man auch keine Schlüsse rausziehen. Also was wir brauchen, sind einfache Modelle, die trotzdem wichtige Aspekte realistischer Architekturen modellieren. Zum Beispiel, um Speicherhierarchien zu modellieren, hat sich sehr bewährt das folgende super simple Modell. Man nehme die Von-Neumann-Maschine, beschränke diesen uniformen Speicher auf eine Kapazität M. M ist jetzt ein Parameter, der meine Maschine beschreibt. Und dann hat man einen großen Speicher, zum Beispiel eine Festplatte, also vielleicht Festplatte, Hauptspeicher oder sowas. Aber auf diesen externen Speicher kann ich nur blockweise zugreifen mit Blöcken der Größe B. Ja? Und damit kann ich einen Großteil der Lokalitätseffekte, die Algorithmen haben können, modellieren. Und Algorithmen, die in diesem Modell effizient sind, sind auch in der Realität effizient. Und das ist dann das, was ich haben will. Damit beschreibe ich nicht alles. Zum Beispiel eine reale Festplatte hat nicht immer die gleiche Zugriffszeit, sondern das hängt davon ab, irgendwie Rotational Delays und so ein Quatsch alles. Aber ich komme da mit der Wahrheit ein wichtiges Stück näher. So, dann Entwurf, und das ist vielleicht das Wichtigste. Der Entwurf ändert sich, von Algorithmen ändert sich, ich muss Einfachheit mir anschauen. Also ich brauche einfache und implementierbare Algorithmen. Und wenn sie komplex sind, dann allenfalls in Teilen, wo ich bereits bestehende Implementierungen wiederverwenden kann. Konstante Faktoren sind wichtig, bereits beim Entwurf, die in Betracht zu ziehen. Und ich muss halt schauen, dass einfache Eingaben auch schneller bearbeitet werden als schwierige Eingaben oder bessere Lösungen geben. Ja? Ich habe gesagt, als Beispiel will ich jeweils sortieren wählen. Wir werden, seid ihr schon soweit, externes Sortieren? Aber das kommt dann relativ bald, glaube ich, im Abschnitt über External Memory Algorithmen werden wir einen Algorithmus sehen, der eine Verallgemeinerung von Binary Merge Sort ist, der Multi-Way Merge Sort macht. Also man mischt mehrere sortierte Folgen gleichzeitig zusammen. Und das ist so ein Design-Pattern, das tritt immer wieder auf und ist relativ simpel. Und in fast allen fortgeschrittenen Maschinenmodellen kann man daraus einiges machen. Und es gibt ein duales Design-Pattern. Man nimmt irgendwelche Daten und verteilt sie in mehrere Klassen von Daten, also so distribution-basierte Sortieralgorithmen. Und eins von den beiden ist es dann fast immer. Und da habe ich, das ist relativ einfach, da habe ich Wiederverwendung von Basisoperationen wie Multi-Way Merging oder Multi-Way Distribution. Und die inneren Schleifen dieser Algorithmen sind eben auch hochgetuned und auf kleine konstante Faktoren hin optimiert.
Analyse. Habe ich schon ein bisschen was zu gesagt. Konstante Faktoren sind relevant. Nicht nur Worst Case. Und es gibt auch in anderen Bereich, es gibt eben Algorithmen, die die Praktiker erfunden haben, die wurden noch nie analysiert. Zum Beispiel ist das so bei evolutionären Algorithmen, die wurden seit langem verwendet, aber eine theoretische Analyse aus Algorithmentheorie-Sicht wurde eigentlich über Jahrzehnte nicht gemacht. Und dann hat die Algorithmentheorie angefangen, ja, aber offenbar sind evolutionäre Algorithmen irgendwie funktionieren in der Praxis oft erstaunlich gut. Warum ist das überhaupt so? Haben angefangen, da theoretische Arbeiten drüber zu schreiben. Und das ist dann eine Arbeit aus der Algorithmentheorie. Man analysiert Algorithmen, aber eben solche, die es schon gibt und baut nicht neue, weil man aus der Praxis weiß, dass sie irgendwie interessant sind. Implementierung. Da gibt es von dem Kurt Mehlhorn auch so eine interessante Anekdote, dass er da so ein bisschen so eine Saulus-Paulus-Erfahrung gemacht hat, dass er immer dachte, Implementierung ist trivial und was für die nicht so guten Studenten, die kriegen dann mal eine Diplomarbeit, das zu implementieren. Und dann kam wohl irgendwie so eine E-Mail, ja, der und der Code in deiner Leder-Library, der funktioniert leider nicht. Und dann hat er sich das angeguckt und gesagt, das kann nicht sein, der ist doch korrekt. Und dann gemerkt, dass da ganz subtile Sachen drin sind, die dann auch später irgendwie eine ganze Folge von Papieren abgespalten haben, wie man mit sowas umgeht. Da ging es so um Fließkomma-Ungenauigkeiten. Und seitdem ist er ganz anderer Meinung, dass eine saubere Implementierung eines nicht-trivialen Algorithmus was für die besten Studenten ist. Ja? Und der Grund ist gewissermaßen der, dass wir eine riesige semantische Lücke haben zwischen einem abstrakten Algorithmus Sprachen wie C++, und selbst die haben noch eine riesen semantische Lücke zur Hardware. Um das mal, diesen ersten Schritt mal zu illustrieren, ich habe mich sehr ausführlich mit diesen externen Memory-Sortieralgorithmen beschäftigt, und wenn es dann darum geht, da mit parallelen Platten zu arbeiten, haben wir Sachen gemacht, die eben sowohl theoretisch als auch praktisch ganz interessant sind. Und auf dem obersten Level der Algorithmenbeschreibung hat man dann eigentlich solche Bilder hier, wo dann diese Kästen stehen für irgendwelche Speicherbereiche, die man für bestimmte Zwecke reserviert. Und dann gibt es eben Algorithmen, die Datenfluss beschreiben zwischen diesen verschiedenen Speicherbereichen. Und in dem Theorieteil ist das dann auch sehr abstrakte Beschreibung. Und daraus Code zu machen, 20.000 Zeilen später. Das hat mein Doktorand Roman Dementjew dann gemacht. Aber da ist natürlich eine Menge zu tun. Und was das dann auf der Hardware macht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Und das macht Implementierung so nicht trivial. Andererseits ist es so, dass gleichzeitig die Theoretiker mitgekriegt haben, dass auch ihre theoretischen Algorithmen oft gar nicht stimmen und man das, sobald man es implementiert, sofort merkt. Also es ist auch immer so ein Sanity-Check für einen Algorithmus, dass man den mal implementiert und guckt, ob das Ganze überhaupt irgendwie funktioniert. Ja, das macht die Implementierung auch interessant. Experimente. Ja, eine dieser Sachen, die auch für die Analyse wieder interessant sind, ist, dass man manchmal auch schon einen ganz guten Eindruck kriegt über asymptotisches Verhalten. Strikt gesehen geht das nicht, aber manchmal kann man trotzdem was erkennen, sage ich mal. Was dann auch spannend ist, zumindest damals, als ich mir das angeschaut habe, habe ich dann Bücher gesucht über Aufbereitung von experimentellen Ergebnissen. Da stand dann interessanterweise sowas drin, ja, wie die Kunst bei der Aufbereitung experimenteller Ergebnisse ist, dass man immer zu wenig Daten hat. Ja? Und die muss man dann in immer neuer Weise visualisieren, um da möglichst viele Informationen rauszuziehen. Und da habe ich damals schon gesagt, wie bitte, als Informatiker kann ich beliebig viel Daten produzieren, indem ich irgendwie zufällige Eingaben verschiedenster Größe, verschiedenster Struktur auf meine Algorithmen loslaufen lasse zum Beispiel. Und heute ist das natürlich sowieso nochmal ganz anders. Auch in den Anwendungsdisziplinen redet man über Big Data, ne? Petabytes von Daten und so. Dann etwas anderes aus der Scientific Method, Reproduzierbarkeit.
Wir merken mehr und mehr, dass auch in der Algorithmik Experimente auch schieflaufen können. Annahmen nicht stimmen, Interpretationen nicht stimmen. Und wenn ich jetzt ein Papier schreibe oder eine Masterarbeit, in der steht, ja, ich habe das jetzt auf 10 Graphen unterschiedlicher Größe losgelassen und hier sind jetzt die Ergebnisse. Und dann liest das jemand in Amerika oder so und sagt, ja, ich glaube, das ist genau andersrum. Auf welchen Graphen war denn das? Und wo ist der Code? Wenn das dann nicht rekonstruierbar ist, ist das Ergebnis eigentlich nutzlos. Und es gibt tatsächlich auch Regeln, zum Beispiel der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die sagen, wenn ihr wollt, dass wir eure Forschung finanzieren, dann müsst ihr unterschreiben, dass alle relevanten Daten zur Reproduktion der Experimente mindestens 10 Jahre aufgehoben werden. Und das bedeutet für die Informatik, wenn man das ganz strikt auslegt, dass wir auch keine Hardware wegwerfen dürfen. Ja? Aber dann stellt man sich mal vor, man müsste dann die Hardware von vor 10 Jahren ausgraben und zum Laufen bringen, mit der alten Software und allem. Bitte nicht ans Internet anstöpseln, dann holen die sich wahrscheinlich sofort irgendwelche Würmer. Das ist also alles schwierig. Man muss in der Informatik jetzt mal überlegen, was bedeutet das überhaupt? Und da gibt es dann tatsächlich auch so Ansätze zu sagen, naja, wir haben virtuelle Maschinen, in die wir die Sachen einpacken und die können wir vielleicht auch in 10 Jahren noch laufen lassen auf moderner Hardware oder sowas. Aber Laufzeiten sind dann natürlich nicht mehr reproduzierbar. Alles kompliziert. Und eigentlich kann man auch die Methodik des Software Engineering darauf anwenden. Wir müssen ja sozusagen einen Entwurf unserer Experimente machen und das ist oft erstaunlich komplex. Also insgesamt ein spannendes Thema und da müssen wir dann drüber reden, ob ich das vielleicht ein andermal mache oder ob ich heute ein bisschen länger mache, weil da habe ich noch so 7, 8 Folien drüber. Soll ich einfach machen? Okay. Jetzt bleibe ich nochmal im allgemeinen Teil. Algorithmenbibliotheken. Warum ist das spannend? Erstmal wieder, ich muss das Software Engineering machen in nicht trivialer Art und Weise. Es gibt zum Beispiel eine Algorithmenbibliothek zur Computational Geometry. Das ist ein Thema, das so in der zweiten Vorlesungshälfte auch hier eine große Rolle spielen wird. Und das, wenn Sie Algorithmen 2 bei Herrn Prautsch gehört haben, eine noch viel, viel größere Rolle gespielt hat. Da gibt es eine Library namens Computational Geometry Algorithms Library. Die war, soweit ich das weiß, wirklich ein Pionier darin, wie man mit Template-Meta-Programming in C++ spannende Dinge tut, die aber auch zu Schwierigkeiten führen können. Ich glaube, die Fehlermeldungen, die da erzeugt werden, können durchaus mal viele Kilobytes lang sein. Da muss man sich überlegen, wie gehe ich damit um. Und am Anfang konnten die Compiler dann auch die erzeugten Bezeichner gar nicht mehr abspeichern, sind einfach abgeschmiert und so Sachen. Dann ist das inzwischen ein wichtiger Teil der Standardisierung. Ich habe gerade erst gelesen, dass C++17 zum Beispiel die Standard Template Library parallelisiert. Das ist das, was ein Doktorand von mir vor fast 10 Jahren als erster einigermaßen vernünftig mal gemacht hat und was auch heute seitdem eigentlich in der GCC-Implementierung des Standard Library schon mit drin ist. Das ist jetzt scheinbar in irgendeiner Form standardisiert worden. Eigentlich müssten wir uns hinsetzen und diese ganzen Standardkomitees regelmäßig besuchen, weil auch mir zumindest bekannt ist, dass viele dieser Standard-Libraries nicht das tun, was man eigentlich braucht. Die haben die falschen Interfaces, die Implementierungen sind ineffizient und so weiter. Ja? Und dann, warum ist das schwierig? Eine gute Algorithmenbibliothek sollte einerseits natürlich effiziente Algorithmen enthalten, die total allgemein anwendbar sind, aber für jeden Anfänger sofort verständlich. Super, das sind 3 Ziele, die völlig offensichtlich sind, die sich aber alle widersprechen. Wie gehe ich damit um? Das ist auch eine Kunst. Und sehr spannend, finde ich. Dann ist es so, die Anwendungen sind a priori gar nicht bekannt. Das ist auch etwas, das, wenn Sie eine normale Softwaretechnik-Vorlesung hören, dann wird da garantiert irgendwas drinstehen, ja, reden Sie ganz intensiv mit den Anwendern und erst dann dürfen Sie überhaupt Ihr Design machen. Kann ich nicht. Ich weiß nicht, wer meine Anwender sind. Sind vielleicht Tausende von Anwendern. Ich kann auch nicht mit allen reden.
Das heißt, ich muss eigentlich aufgrund von ganz abstrakten Prinzipien einen Entwurf machen, von dem ich den Eindruck habe, dass viele Anwender damit was anfangen können. Und ganz oft ist es dann so, dass eben Annahmen gemacht werden, die irgendwann nicht stimmen. Zum Beispiel war es in meiner Studienarbeit ganz lustig, da habe ich mit Lisp programmiert. Da gab es damals schon Listendatentypen, einige Libraries dafür. Und ich habe dann aber plötzlich für meine Arbeit unendliche Listen gebraucht. Und der Chef von meinem Betreuer, der hat mich dann bei der Präsentation des Ergebnisses, hat er mich ausgehört. Das meinen Sie doch nicht ernst, oder? Unendliche Listen gibt es gar nicht. Ja doch, habe ich gesagt. Das ist irgendwie ein integraler Bestandteil dieser Arbeit. Ohne das kann ich das gar nicht bauen. Und dann habe ich ihm lang und breit erklärt, wie das in funktionalen Sprachen geht, mit Lazy Evaluation, so potenziell unendlich lange Listen zu haben, von denen man aber natürlich immer nur endlich viele Elemente tatsächlich ausdrucken darf. Man darf halt nicht versuchen zu sagen, print list und dann, ja. Aber Sie können in funktionalen Sprachen sowas definieren wie die Liste aller Primzahlen. Gar kein Problem. Und dann sagen Sie, bitte druck mir die ersten 1000 Elemente, dann macht er das. Aber wenn Sie jetzt eine Library geschrieben haben, die irgendwie Listenverarbeitung betreibt, dann ist es sehr verständlich, wenn Sie nicht damit gerechnet haben, dass die Eingaben auch unendlich lang sein dürfen. Ja? Das ist so ein Beispiel dafür, dass so der Fluch des Erfolges. Ne? Sie haben dann eine Library, die ganz breit eingesetzt wird und plötzlich kommen irgendwelche Use Cases, an die Sie nie gedacht hätten. Ne? So, dann gibt es so einen soziologischen Aspekt. Den nennt man in der Softwaretechnik, glaube ich, auch den Not-Invented-Here-Effekt. Dass ein Programmierer, dem man sagt, jetzt benutzt mal diese Library, der sagt, ich kann das alles viel besser. Und bei der ersten Gelegenheit sagt er dann, da ist aber ein Bug in der Library, ich mache jetzt doch alles alleine, habe ich ja gleich gesagt. Ne? Deshalb muss eigentlich eine Library, die darf keine Fehler haben, sonst wird sie beim ersten Gelegenheit rausgeworfen. Selbst wenn der Fehler eigentlich bei dem Anwender liegt. Ja? Das heißt, man müsste eigentlich sogar beweisbare Korrektheit machen mit Verifikation oder, wenn einem das zu schwierig ist, so ein Result-Checking, dass zumindest solange keine Assertions fliegen, es klar ist, dass da nichts schiefgegangen ist. Ja, und hier sind jetzt so Bilder von unseren Libraries, aber für Standard Template Library, aber da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. So, Probleminstanzen hatten wir da bei dem Konzept. Da ist es eigentlich traditionell so, dass für NP-harte Probleme wie Handlungsreisenden-Problem, Steinerbaum-Problem, Erfüllbarkeitsproblem es große Libraries von Probleminstanzen gibt, die auch die Algorithmenentwicklung gut vorangetrieben haben. Während für die Sachen mit polynomieller Laufzeit das erst in den letzten Jahren so langsam hochkommt. Das ist eigentlich ein spannender Effekt und man braucht die eigentlich. Das ist auch was, wo wir dann auch mit dran arbeiten, wie man Benchmarks für wichtige algorithmische Probleme erstellt und verlässlich gestaltet und so weiter. Dann mal ein Beispiel zum Sortieren, wo wir vor ein paar Jahren mal recht erfolgreich mitgemacht haben. Es gibt einen sehr angesehenen Benchmark für Sortieralgorithmen, der aus der Datenbank-Community kommt. Verschiedene Kategorien, aber immer das gleiche Spiel. Sie haben relativ lange Records, 100 Bytes mit 10 Byte Schlüssel, in einer Datei stehen. Also es ist auch ein bisschen File-System-Benchmark. Und das Ganze soll sortiert werden, Datei zu Datei. Und dann sollte man ja meinen, irgendwie so ein kleiner Algorithmentheoretiker, der sich jetzt aufspielt, auch mal was zu programmieren, kann da doch den Datenbank-Profis, die das seit Jahrzehnten machen, nicht das Wasser reichen. Aber jetzt gucken wir uns mal die Zahlen an. Wir haben dann, als das erste Mal die Königsdisziplin ausgetragen wurde, 100 Terabyte Daten sortieren, haben wir 564 Gigabyte pro Minute geschafft und es haben sich zwei dran versucht. Ich glaube, die anderen waren Yahoo. Und wir hatten echt Pech, die waren 2% schneller.
Und dann hat aber die Jury gesagt, die Karlsruher kriegen trotzdem den Preis, weil wir haben 17 Mal weniger Hardware dafür gebraucht. Ja, also so viel zu der Effizienz der praktischen Programmierer. Wenn ein richtiger Algorithmen-Engineer an die Sachen dran geht, kann man auch mal einen Faktor 17 holen für Mainstream-Projekte. Und damit konnte man dann auch eine Kategorie Minute Sort, die sagt, wie viele Daten kann man in einer Minute machen. Da waren wir dann auch eine Größenordnung besser. Und was dann aber wirklich Medienaufmerksamkeit erreicht hat, war irgendwie eine triviale Spielerei. Wir haben uns so ein Atom-Mainboard geholt und Solid-State-Disks. Die waren damals noch ziemlich teuer. Und den gleichen Algorithmus darauf laufen lassen. Also diese 100 Terabyte waren hier auf einem Parallelrechner, der damals einigermaßen fit war. Da habe ich sozusagen meine Berufungsmittel in Festplatten für diesen Parallelrechner investiert, um einen Weltrekord zu brechen. Ne? Und das hier war dann Killefit. Das kostete damals 3.000 Euro, aber können Sie sich vorstellen, ein Parallelrechner ist teurer. Und wir haben dann gezeigt, dass man mit so einem Setup und einem effizienten Algorithmus immer noch einen deutlichen Faktor energieeffizienter ist als die besten bisherigen Ergebnisse. Ja? Ja, wir hatten dann auch mal Penny Sort gemacht, das finde ich eigentlich auch ein witziges Ding, da muss man möglichst billige Hardware einsetzen. Da möchte ich aber jetzt nicht so viel zu sagen. So, das ist jetzt ein Benchmark, wo ich sagen kann, wir können da mitschwimmen, aber jetzt trotzdem nochmal Einordnung, wie relevant ist Algorithm Engineering? Beeinflusst das auch die reale Welt und Anwendungen, die uns interessieren? Und meine Antwort ist, ja, durchaus. Man muss sich nur mal angucken, einige Schlüsselanwendungen der Informatik, wo sind da die eigentlichen Schwierigkeiten und was braucht es an Algorithmik, um das wirklich praktisch zu machen? Und zum Beispiel war das so, dass in der Bioinformatik, gerade bei der Sequenzierung von Genomen, die Algorithmik zum Teil der schwierigere Teil ist, als überhaupt an diese Sequenzierungsdaten erstmal ranzukommen. Weil was sie da kriegen ist, sie nehmen ein Genom, zum Beispiel von einem Menschen, und zerhackseln das in ganz viele kleine Stücke. Und können dann nur diese kurzen Stücke lesen und die müssen sie dann wieder zusammenpuzzeln. Und das ist halt sehr rechenaufwendig und ohne die richtigen Algorithmen können sie das vergessen. Und es war zum Beispiel so, dass dann um die Jahrtausendwende, als das erste Mal das menschliche Genom sequenziert wurde, gab es ein öffentlich gesponsertes Projekt, das mit einem Milliardenbudget mehrere Jahrzehnte veranschlagt hat, um das zu machen. Und dann kam die Firma Celera Genomics. Die haben einen Algorithmeningenieur eingestellt, so einen Stringologen, so einer wie der Simon Gock, der den zweiten Teil der Vorlesung halten wird. Und der hat denen dann gesagt, wie sie ihre Sequenziermaschinen konfigurieren müssen, damit man das Ganze überhaupt hinkriegt. Und dann haben die in einem Bruchteil der Zeit, zu einem Bruchteil der Kosten, diese Sequenzierung fertig gemacht. Aber nur, weil sie auf den Algorithmiker gehört haben. Ja? Und das ist das, was ich mir vorstelle, das Algorithmus. Im Engineering nicht nur sagt, hier sind Daten und damit machen wir irgendwas, sondern den Anwendern auch sagt, ja, wenn ihr eure Sensoren so und so umbaut, dann geht das nochmal viel besser und damit auch Durchbrüche erzielen hilft. Oder Information Retrieval, also zum Beispiel Suchmaschinen wie Google. Warum war Google erfolgreich? Also ich nenne jetzt mal drei Sachen. Also erstmal war das ja ein Startup, da war alles umsonst, es gab auch noch keine Werbung. Aber das Ding war erfolgreich, erstens, weil sie riesige Datenmengen schnell durchsuchen konnten, da braucht man Indexdatenstrukturen, und weil sie einen Ranking-Algorithmus hatten, der so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Und das war zum Beispiel vorher diesen ersten Schritt, große Datenmengen, das konnte Alta Vista schon, aber es hat keiner benutzt, weil dann hat man irgendwie einen Suchbegriff eingegeben und dann kam irgendwelcher Schrott. Weil es gab halt 50 Millionen Hits oder heute wären es wahrscheinlich 500 Millionen. Und er hat dann zufällige Seiten angezeigt mit diesen Hits. Ja. Während Google halt mit diesem PageRank-Mechanismus
relativ effektiv die wichtigsten Seiten findet. Das ist aber ein Algorithmus, der auf einer riesigen Datenmenge durchgeführt werden muss. Und ohne vernünftiges Algorithm Engineering können Sie das vergessen. Ja? Oder Traffic Planning, da bin ich selber auch ein bisschen involviert gewesen. Wie mache ich zum Beispiel ein Navigationssystem, das wirklich so schnell ist, dass wenn Sie sich verfahren, sofort die neue Route angezeigt wird und nicht irgendwie Neuberechnung, 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 dann sind Sie in der richtigen Kreuzung schon vorbeigefahren. Oder wenn Sie das für Logistikberechnungen einsetzen wollen, müssen Sie zum Teil Millionen von Routen ausrechnen, um die dann zusammensetzen zu können zu Touren von LKWs, die zum Beispiel Pakete ausliefern sollen. Und das kann man fortsetzen in ganz vielen Anwendungen. Also ich behaupte, ganz oft ist es so, es gibt eine herausfordernde algorithmische Fragestellung irgendwo am Kern und ohne das bewegt sich nicht viel. Und da können Sie mit noch so viel Hardware draufhauen, wenn der Algorithmus nicht stimmt, können Sie es vergessen. So, damit komme ich zum Schluss dieses ganz allgemeinen Teils. Ich hoffe, ich habe klar gemacht, dass Algorithm Engineering sozusagen eine wichtige Verfeinerung von Algorithm Theory ist. Das ist eine breitere Sicht auf die Algorithmik oder eben eigentlich die Methodik für Algorithmenforschung und Algorithmenentwicklung. Das ist eine sehr reichhaltige Methodologie, die eine sehr viel bessere Kopplung zu Anwendungen erreicht. Dieser Begriff Experimental Algorithmics ist eigentlich nur eine kleine Teilmenge davon. Und umgekehrt ist die klassische Algorithmentheorie eine echte Teilmenge des Algorithm Engineering. Ich habe auch manchmal unterschiedliche theoretische Fragestellungen. Und was ich deutlich machen will, ich möchte die Theorie nicht über Bord werfen. Ja? Weil wenn Sie es schaffen, für einen praktikablen Algorithmus starke Leistungsgarantien zu machen, was Laufzeit oder Lösungsqualität angeht, dann macht das Ihre Lösung ja auch viel stärker und verlässlicher, als wenn Sie einfach nur irgendwelche Experimente gemacht haben und sobald jemand andere Daten reingibt, passiert was völlig anderes. Ne? So, dann sage ich jetzt noch ein bisschen was zur experimentellen Methodologie. Ich habe schon gesagt, aus der Scientific Method folgt, dass wir irgendwie eine Hypothese brauchen, die falsifizierbar ist. Ja? Und das Ganze muss reproduzierbar sein. Daten lange aufheben, in den Papieren oder in den Masterarbeiten muss das Ganze klar und detailliert beschrieben sein. Wenn da einfach nur jemand schreibt, ich habe irgendwie unterschiedlich große Daten genommen, hilft das niemandem. Da muss irgendwie eine Quelle angegeben sein, wo man an die Daten kommen kann oder irgendwie ein Generator, mit dem man das kriegt oder man verweist auf ein anderes Papier, das das vernünftig erklärt oder sowas. Ja? Und man muss dann diese Dateninstanzen und den Code auch irgendwie publizieren eigentlich, damit das Ganze reproduzierbar wird. Was sind Qualitätskriterien für die Algorithmen, die Sie entwickeln in Ihrer Masterarbeit oder Bachelorarbeit? Man will den State of the Art verbessern. Und zwar global. Nicht in Ihrer kleinen Subcommunity oder in der kleinen Subcommunity Ihres Betreuers, sondern unter allen Sachen, die bisher probiert wurden. Das typische Gegenbeispiel für mich sind End-Colony Optimization for Traveling Salesmen. Da gibt es wahnsinnig viele Arbeiten drüber und das finden einige Leute ganz spannend, indem sie sagen, ja, ich simuliere jetzt eine Ameisenkolonie und die berechnet dann irgendwie kürzeste Wege oder eben so Touren von einem Traveling Salesman. Wenn man sagt, okay, das ist eine spannende Beobachtung, dass das irgendwie angenähert wird, ist schön und gut. Aber in den Papieren steht dann, ah, wir haben jetzt eine neue tolle Methode, um dieses wichtige Problem zu lösen. Und dann sage ich, Quatsch. Weil es gibt ganz andere Methoden, die sind tausendmal schneller oder geben viel bessere Lösungen. Und ihr habt die noch nicht mal mit einem Wort erwähnt in euren Papieren. Das ist unwissenschaftlich. Ja? Und sowas passiert leider ganz oft, dass es irgendwie so eine Subcommunity gibt, die sich ihre eigenen Regeln setzt, aber damit eigentlich keine Wissenschaft mehr betreibt, wenn man eben die Gesamtsituation, die Menge aller Lösungen, die da schon betrachtet wurden, anschauen muss. Ne?
Gut. Jetzt stellen Sie sich das vor, Sie haben den tollen Algorithmus in Ihrer Masterarbeit. Ihr Betreuer hat Ihnen so erste Instanzen gegeben und das führen Sie aus und es funktioniert alles super. Jetzt glauben Sie und vielleicht auch Ihr Betreuer daran, dass das das Bestdenkbare ist. Aber wie demonstriere ich das, wenn ich das jetzt zum Beispiel ein Paper drüber schreibe, so dass auch der Konkurrent, der den alten Algorithmus hat, mir das glaubt? Oder eben die Community insgesamt? Dann müssen Sie ganz klare Vergleiche machen. Zum Beispiel gucken, okay, die anderen Papers, auf welchen Instanzen haben die experimentelle Ergebnisse ausgeführt? Das sind nämlich die gleichen Instanzen dazu. So, jetzt sind Sie irgendwie bei 5 Instanzen besser und bei 4 Instanzen schlechter. Was folgt daraus? Müssen eigentlich statistische Signifikanztests machen oder sowas. Ne? Und ganz oft sehe ich Papiere, da steht dann, ja, wir haben hier die folgenden 3 Instanzen und da sind wir besser als die anderen. Es steht kein Wort darüber, warum diese 3 Instanzen und nicht die anderen 579.000, die es in irgendwelchen Benchmark-Datenbanken gibt. Und dann liegt der Verdacht nahe, dass es Cherry-Picking ist. Ne? Sie haben sich irgendwelche Instanzen rausgesucht, wo es gut funktioniert. Und das sagt gar nichts aus. Das heißt, was Sie stattdessen sagen müssen, ist zu sagen, ja, wir haben die gleichen Benchmarks genommen wie die. Oder wir haben gesagt, wir nehmen diese Benchmark-Datenbank und greifen uns raus irgendwie einen bestimmten Bereich an Eingabegrößen, weil größer können wir nicht und das Kleinere ist uninteressant oder sowas. Ja? Dann müssen Sie das irgendwie auf vergleichbaren Maschinen ausführen oder versuchen irgendwie umzurechnen. Und in einer möglichst fairen, konservativen Art und Weise, wenn Sie sich zum Beispiel mit Zahlen aus einem Paper aus den 90ern vergleichen wollen, dann haben Sie natürlich die schnellere Maschine. Wie rechnen Sie das um? Aber da gibt es durchaus Methoden, die, sagen wir mal, bis auf einen Faktor 2 oder 3 einem da gewisse Aussagen erlauben. Dann gibt es so das Problem, ganz oft bei Algorithmen, ich habe jetzt einen neuen Algorithmus, der löst das Problem schneller, dafür ist die Qualität der Lösungen schlechter. Was folgt daraus? Muss man sich auch genau überlegen. Ne? Idealerweise ist das umgekehrt, dass Ihr neuer Algorithmus dominiert die anderen. Der ist sowohl schneller als auch besser. Dann ist alles gut. Aber leider ist es nicht immer der Fall. Und da muss man sich überlegen, in welchen Fällen ist so ein Trade-off so, dass es trotzdem noch was Nützliches Neues gibt. Ja, möglichst realistische Daten verwenden, möglichst viele Eingaben sich anschauen, dann kriegt man auch irgendwann statistisch validierbare Ergebnisse zum Beispiel. Was allerdings durchaus auch mal sein kann, ist, dass Sie jetzt zum Beispiel, wenn Sie auf die ganzen Benchmark-Set gehen, sind Sie vielleicht nicht besser als die Konkurrenz, aber Sie können dann sagen, naja, aber für die Instanzen, die aus der und der Anwendung kommen, sind wir konsistent besser. Dann ist das auch ein Ergebnis. Da müssen Sie eben genau hingucken. Dann, wo ich nicht so im Detail jetzt drauf eingehe, ist viele Kleinigkeiten. Also, dass man beschreibt, welchen Compiler habe ich verwendet, welche Compiler-Flags und welche Maschine und so weiter. Genau, das mit welcher Maschine ist zum Beispiel auch so ein beliebter Fehler. Ganz vielen Papieren lese ich dann, these experiments were done on an Intel Xeon-Prozessor. Dann sage ich, okay, es gibt ungefähr 1000 verschiedene Prozessoren, die alle Intel Xeon geheißen haben oder heißen oder noch heißen werden. Das sagt gar nichts. Das heißt, ich muss dann sagen, das wurde gemacht auf einer Maschine mit 2 Intel Xeon E5-4345V3 Prozessoren mit so und so viel Gigahertz Taktfrequenz und so weiter. Das ist so momentan unser Standard. Leider ist es in Zukunft auch oft so, dass wir dann sagen müssen, und wir hatten eine Klimaanlage mit der und der Leistung und an dem Tag war es nicht zu heiß oder so. Weil die Prozessoren heutzutage, wenn man die richtig belastet, dann regeln die irgendwann die Taktfrequenz runter. Und das hängt natürlich vom Wetter ab. Aber man will ja nicht in so ein Papier schreiben, das Wetter war so und so. Dann haben wir zum Teil so Sachen gemacht, dass wir die Taktfrequenz fixiert haben auf einem relativ niedrigen Level, wo man dann sicher war, dass er den nicht mehr runterregeln muss oder so, um überhaupt irgendwie reproduzierbare Ergebnisse zu produzieren.
Aber so Sachen können alle eine Rolle spielen, ne? Dann ja Messfehler reduzieren, indem man Messungen wiederholt, vielleicht auch mal nur die Mediane plottet und dann aber was darüber sagt, wie stark die Abweichungen sind. Es gibt ein ganzes Buch über diese Setup-Sachen. Aber das ist dann eher so im Algorithm Engineering-Kurs, sage ich noch ein bisschen mehr darüber. Und auch, ich sage auch nicht so viel über diese kreative Phase der Experimente, wo man eben durch diesen Kreis ganz oft durchgeht und vielleicht nicht so systematische Ergebnisse erzielt, sondern erstmal sich selber überzeugen will, dass die gröbsten Performance-Bugs draußen sind. Gut. Also, was ist der Startpunkt bei einer typischen Algorithm Engineering Studie? Sie haben mehrere Algorithmen. Es gibt eine Anzahl Größen, die man messen will, zum Beispiel Laufzeit, Platzbedarf, Lösungsqualität. Vielleicht zählen Sie auch abstrakte Dinge wie Vergleiche eines Sortieralgorithmuses, also wie viele der durchführt, Cache-Misses, wenn es Ihnen um Speicherhierarchie-Effekte geht. Ich möchte irgendwas über Messfehler messen, ne? So, dann gibt es eine unbeschränkte Anzahl möglicher Eingaben. Das wird man dann oft kondensieren auf irgendwie ein paar Parameter und erzeugt dann nach irgendeiner Regel Instanzen oder man hat eine Benchmark-Library oder sowas aus den Anwendungen. Ja? Und daraus kann man dann beliebig viel Daten produzieren. Und welche produziere ich und was mache ich damit? Ne? Und das ist, denke ich, sowas, habe ich schon gesagt, wie im Software Engineering auch. Und hier würde ich jetzt sogar mal dieses unbeliebte Wasserfallmodell wieder vorstellen. Entwerfen erst unsere Experimente, dann führen wir sie durch, also zumindest wenn ich oft genug durch den Zyklus durch bin. Ja? Ich entwerfe die Experimente, führe sie durch und interpretiere sie. Und ich habe schon gesagt, in der Realität mache ich es ganz anders, aber wenn ich es aufschreibe in der Masterarbeit oder im Paper, ist es manchmal eine gute Idee, das so, genau so zu tun, als ob. Ja? In Wirklichkeit machen Sie ganz viele Experimente, viel Trial and Error, aber am Ende setzen Sie sich nochmal hin und sagen, aha, die Algorithmen, die jetzt rückblickend überhaupt noch in Frage kommen, sind die, die und die. Und für die mache ich jetzt ganz ausführliche Experimente mit viel mehr Instanzen, mit viel mehr Wiederholungen, mit viel genaueren Fehlermessungen auf einer Maschine, wo ich dafür sorge, dass das Wetter keine Rolle spielt. Und diese ganzen Sachen machen Sie dann sehr sorgfältig und dann aber eben auf, mit dem gleichen Code alle Instanzen durchlaufen lassen. Ja? Damit das vergleichbarer und einfacher zu interpretieren wird. Und dann kriegen Sie einen sauberen Aufschrieb hin. Und dann tun Sie so, als wäre das ist das Design, das haben wir gemessen und das kommt jetzt raus. Ja? Anstatt irgendwie in einem Paper zu schreiben oder eine Masterarbeit, wo Sie den ganzen Trial- und Error-Prozess nacherzählen. Das kann in Ausnahmefällen mal spannend sein, aber normalerweise würde ich davon abraten. So, dann wie sieht dieser Prozess aus, bis ich da bin? Irgendwann muss ich auch anfangen, Fragen zu stellen, aufhören, Fragen zu stellen, ne? Gerade die Betreuer von Arbeiten, mich eingeschlossen, tendieren dazu, sobald man ihnen irgendwelche Zahlen zeigt, zu sagen, oh, das ist aber interessant, willst du nicht das nochmal probieren? Und das? Und irgendwann ist dann, ja, ich muss aber übermorgen abgeben. Soll ich das jetzt wirklich noch ausprobieren? Ne? Also irgendwann, möglichst einige Wochen vor Abgabetermin so einer Arbeit, sollte man diesen Fragestellungsprozess dann mal zu einem Abschluss bringen. Und dann sollte man natürlich auch schon vernünftige Ergebnisse haben. Und dann baut man sich halt Messwerkzeuge. Oder vielleicht auch schon ein bisschen eher. Und der Trick ist, wenn ich die dann automatisch wiederholen kann, habe ich irgendwann dann vielleicht sogar die Möglichkeit, nochmal kleinere Änderungen zu machen. Ja, dass ich dann sage, jetzt, wo ich die genauen Daten habe, merke ich, da ist ein riesiger Performance-Bug an der Stelle. Dann wird er beseitigt und dann drücken wir auf den Knopf und dann werden alle Abbildungen, alle Tabellen automatisch erneuert. Und Sie müssen nichts mehr machen. Während so die händische Art, das zu machen, ist halt,
sie machen ganz viele Aufrufe auf der Kommandozeile, tragen dann die ausgedruckten Zahlen irgendwie händisch in irgendwelche Tabellen oder Plots ein. Und das dauert dann so lange, dass sie auf keinen Fall nochmal neu messen können. Aber das ist natürlich nicht sehr professionell. Dann diese vielen Fragen, die ihr Betreuer stellt, oder vielleicht idealerweise die vielen Ideen, die er hat, wie man das noch verbessern kann. Da muss man dann gemeinsam sich hinsetzen und überlegen, welche von diesen Sachen bringen uns am ehesten weiter. Wir hatten jetzt gerade eine Bachelorarbeit, Michael und ich, ein richtig schöner paralleler Quicksort-Algorithmus, der nur leider zu langsam war. Faktor 2 schlechter als das, was Michael mit einer anderen Sache programmiert hat. Kann der Student nichts dafür, da hatten wir ein paar Sachen nicht gesehen. Ja, dann hatten wir 4 oder 5 Ideen, die aber leider alle die Eigenschaft hatten, dass man damit bestenfalls 10% rausholt. Haben wir gesagt, das ist uns nicht wert. Wir machen jetzt lieber irgendwie Stellen heraus, dass irgendwie so die Hilfslibrary, die wir dafür entwickelt haben, für ganz viele Anwendungen nützlich ist. Das war die viel größere Opportunity. So Sachen muss man sich dann halt überlegen. Und dann, wie gesagt, es gibt diese 2 Modi, explorativ, viele verschiedene Parameter-Setting, interaktiv, kurze Turnaround-Zeiten und die Konsolidierung, wo ich mit sehr großen Daten standardisierte Messungen mache im Batch-Mode. Ich habe zum Beispiel einen Doktoranden, den Sebastian Schlag, der macht Hypergraph-Partitionierung und da stellt sich heraus, wenn man da nicht mit Hunderten von Instanzen arbeitet, die zum Teil stundenlange Berechnungen brauchen, und die Konkurrenz ist halt noch schlechter, die brauchen dann vielleicht auch Tage. Wenn man das nicht alles durchlaufen lässt, dann, ich glaube, Tausende von Instanzen haben wir sogar, dann ist das Ganze nicht mehr statistisch signifikant. Das heißt, der braucht irgendwie Hunderttausende von CPU-Stunden, parallelisiert über viele gleichartige Maschinen, um überhaupt noch Experimente machen zu können. Und da ist natürlich klar, da muss man sich dann sehr genau überlegen, zu welchem Zeitpunkt man die anstößt. Während er natürlich trotzdem irgendwie ganz viele Zyklen macht mit wenig Instanzen, wo er erstmal ein Gefühl dafür kriegt, was überhaupt Tuning-Möglichkeiten sind. Und man kann das auch so ein bisschen als so ein Risk-and-Opportunities-Ding sehen. Nehmen wir mal, wir haben die Hypothese, mein Algorithmus ist der beste, ja, super. Ein großes Risiko könnte sein, dass irgendjemand sagt, hier, guck doch mal dieses Papier, der macht doch das Gleiche wie du, den hat man sich noch gar nicht angeschaut. Dann muss man sich den irgendwie anschauen und irgendeine Art von Vergleich beibringen und hoffentlich stellt sich dann heraus, ja, Größenordnung langsamer, das muss ich nicht neu messen, sondern das sehe ich schon mit den Zahlen aus den Papieren von dem, ne? Oder ein kleines Risiko wäre, man kann das Unterprogramm noch verbessern, das dann 20% Beschleunigung bringt. So what? Bringt vielleicht an der Stelle nichts mehr. Viel größere Opportunity könnte sein, ich habe eine neue Anwendung, kann das den Scope von meinem Ergebnis nochmal stark vergrößern. So, das war das Allgemeine. Ich weiß nicht, ob du mit 20 Minuten Übung schon noch was anfangen kannst. So, wir machen jetzt noch die letzten 20 Minuten Übung und dabei gucken wir uns jetzt wahrscheinlich erstmal nur ein Thema an und das war das Thema von gestern aus der Vorlesung, starke Zusammenhangskomponenten. Die starken Zusammenhangskomponenten, da werden wir erstmal noch ein bisschen wiederholen und starke Zusammenhangskomponenten und den Algorithmus anhand eines Beispiels durchgehen, weil in der Vorlesung war das ja schon ziemlich eher auf die Mathematik und auf die Beweise fokussiert. Und legen dann aber trotzdem, während wir das Beispiel durchgehen, auch Wert auf die Invarianten, die wir in der Vorlesung aufgestellt haben und gucken nach jeder Operation, ja okay, sind die Invarianten wiederhergestellt. Als zweites Thema hatte ich eigentlich dann noch den Floyd-Warshall-Algorithmus als vertiefendes Beispiel für starke Zusammenhangskomponenten. Der Algorithmus selbst hat eigentlich mit Zusammenhangskomponenten selbst erstmal nichts zu tun, kann aber, wenn man den Algorithmus für starke Zusammenhangskomponenten benutzt, für viele Instanzen ziemlich beschleunigt werden. Nochmal dazu, das ist auf jeden Fall nicht relevant für die Klausur und wird vielleicht in der nächsten Übung aufgegriffen, weil wir das heute auf jeden Fall nicht mehr schaffen. Also beginnen wir mit dem Thema starke Zusammenhangskomponenten. Da müssen wir uns erstmal fragen, okay, was sind nochmal Zusammenhangskomponenten?
Zusammenhangskomponenten sind ein Teilset oder ein Knotenset vom Graph mit Kanten zwischen den Knoten, für die wir zeigen können, okay, jeder Knoten in diesem Set hat einen Pfad zu jedem anderen Knoten in dem Set. Und starke Zusammenhangskomponenten sind eben genau jene Zusammenhangskomponenten, zu denen man keinen Knoten, der noch nicht in der Komponente hinzufügen kann, und die Kanten, die adjazent in die Zusammenhangskomponente rauszeigen oder auf den Knoten zeigen, sodass das neue Set eben wieder noch eine Zusammenhangskomponente bleibt. Und wenn wir keinen Knoten mehr hinzufügen können, der diese Eigenschaft hat, dann haben wir eine starke Zusammenhangskomponente. Was wir uns jetzt heute angucken, ist ein Algorithmus, welcher auf diesem Beispielgraph hier starke Zusammenhangskomponenten berechnet. In der Vorlesung haben wir ja schon gesehen, wir haben eigentlich einen ziemlich trivialen Algorithmus. Es ist einfach eine Tiefensuche und jedes Mal, wenn wir Kanten relaxieren, sei es Baumkanten oder Nicht-Baumkanten, führen wir ganz wenige Operationen aus, und wenn wir eine relaxierte Kante zurückgehen, führen wir auch eine Operation aus. Und als zusätzliche Datenstrukturen hatten wir einfach diesen Stack N-Nodes und einen Stack, auf dem wir Repräsentanten gespeichert haben. Jetzt, für was sind die Stacks gut oder was wird da gespeichert? Naja, in den Repräsentanten-Stack, wenn Repräsentanten für die einzelnen Zusammenhangskomponenten, die wir bis jetzt gefunden haben, gespeichert, und auf den Nodes werden Knoten gespeichert, die wir bis jetzt angeschaut haben, die markiert sind. Da liegen aber nicht alle Knoten, sondern es liegen nur Knoten von offenen Komponenten. Dazu überlegen wir uns nochmal, okay, was sind offene Komponenten? Für Komponenten, also jetzt nicht starke Zusammenhangskomponenten oder Zusammenhangskomponenten, wir nennen das jetzt einfach mal eine Komponente. Und eine Komponente ist eben definiert auf einem Teilgraph dieses Graphen, den wir jetzt eben in dem Algorithmus anschauen. Und der Teilgraph besteht eben aus allen Kanten, die wir bis jetzt relaxiert haben durch die Tiefensuche, und allen markierten Knoten. Und Komponenten sind starke Zusammenhangskomponenten auf diesem Teilgraph. Und alle Knoten, genau. Und wir unterscheiden jetzt auch wieder die Komponenten in zwei Klassen. Einmal in offene Komponenten und in geschlossene Komponenten. Geschlossene Komponenten sind Komponenten, welche Knoten beinhaltet, die alle schon gefinished wurden. Also von den Knoten ist man dann in der Tiefensuche mit einer Backtrack-Operation wieder die Kante, mit der wir den Knoten erreicht haben, wieder zurückgegangen auf den Vorgängerknoten. Und offene Komponenten sind eben genau diejenigen Komponenten, welche mindestens noch einen nicht gefinischten Knoten haben. So viel erstmal zu den Definitionen. Und dann haben wir drei Varianten für diese offenen Komponenten aufgestellt. Wir gucken die uns jetzt einfach mal ein bisschen abstrakter an. Deswegen gehen wir jetzt mal auf die Dokumentenkamera. Könnt ihr die drei Invarianten lesen? Ich glaube, das geht noch einigermaßen, oder? Genau, also wir haben jetzt die drei Invarianten, die nach jedem Algorithmusschritt wieder garantiert sein sollen. Und die erste Invariante sagt eben, okay, wir haben keine Kanten, die von einer geschlossenen in eine offene Komponente gehen. Und jetzt gucken wir uns das einfach mal an. Ich habe jetzt hier einfach beispielhaft drei offene Komponenten. Also letztendlich sind diese offenen Komponenten starke Zusammenhangskomponenten in dem Graph, den wir bis jetzt angeschaut haben. Nehmen wir einfach mal an, dass jede Komponente drei Knoten hat und die müssen eine starke Zusammenhangskomponente sein, also von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten in dieser Komponente muss ein Pfad existieren. Und dann haben wir jetzt hier noch eine geschlossene Komponente, die auch selbst natürlich jetzt hier auf dem bisher betrachteten Graph eine starke Zusammenhangskomponente ist. Und was diese Invariante besagt, ist eben genau, dass wir von dieser geschlossenen Komponente, also von einem der Knoten, keine Kante in eine offene Komponente haben dürfen. Also irgendein Knoten von dieser Komponente hier darf keine Kante in eine der offenen Komponenten haben. Das ist nicht erlaubt. Wir sehen auch später, warum das nicht erlaubt ist. Die zweite Invariante sagt, dass offene Komponenten auf einem Pfad liegen.
Also offene Komponenten haben ja auf jeden Fall einen noch nicht gefinischten Knoten jeweils. Und die offenen Komponenten, die hatten wir jetzt hier unten eben, die Komponente hier, hier und hier. Und was bedeutet es, ist auf einem Pfad liegen? Naja, das bedeutet, dass wir alle Knoten aus dieser Komponente nach ihrer Tiefensuchnummer sortieren können. Die Tiefensuchnummer ist einfach gegeben, ist einfach die Reihenfolge, wann wir die Knoten nacheinander markieren. Zuerst markieren wir den Startknoten, der dann die Tiefensuchnummer 0, dann traversieren wir eine Kante und markieren dann den Zielknoten der Kante, der kriegt dann die DFS, die Tiefensuchnummer 1 und so weiter. Und wenn wir uns jetzt eben die Tiefensuchnummer anschauen, dann können wir eben garantieren, beziehungsweise wir wissen, dass wenn die Knoten nach der Tiefensuchnummer sortiert sind, ein Pfad zwischen den Knoten der einzelnen Komponenten existiert. Also es existiert auf jeden Fall eine Kante von den Knoten hier der ersten Komponente zu einer zu einem Knoten aus der zweiten Komponente und so weiter. Und wir wissen auch, dass, dass dieser Pfad hier in Teilsequenzen unterteilt werden kann, nämlich diese Knoten 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und alle Knoten einer Komponente auf einer der Teilsequenzen liegen. Und zwischen einer der Teilsequenzen kann eben kein Knoten einer anderen offenen Komponente liegen. Also es wäre jetzt nicht möglich, dass wenn wir hier jetzt sortiert hätten, dass dieser Knoten zum Beispiel die Nummer 1 hätte. Genau, und der Pfad besagt eben auch, dass wir ausschließlich einen Pfad haben. Also wir haben keine Kanten, die nicht Pfadkanten sind, also zum Beispiel eine Komponente überspringen. Das ist nicht erlaubt. Und was auch nicht erlaubt ist, sind irgendwelche Rückwärtskanten. Das besagt letztendlich die zweite Invariante, die immer gelten muss. Und die dritte Invariante besagt, dass die Repräsentanten für eine Komponente die offenen Komponenten bezüglich der Tiefensuchnummer partitionieren, während der Algorithmus läuft. Was bedeutet das jetzt genau, partitionieren? Das bedeutet jetzt genau nämlich, dass der Repräsentant in einer Komponente, zum Beispiel diese Komponente hier, genau der Knoten ist, welcher die kleinste DFS-Nummer in der Komponente hat. Also genau dieser Knoten hier, der nulle Knoten und der sechste Knoten. Und was wir eben dadurch wissen, wir wissen schon genau den Schnitt, in den wir den Pfad aufteilen müssen, sodass wir die einzelnen Komponenten extrahieren können. Gibt es dazu Fragen? Okay, dann machen wir einfach weiter. So, und warum ist es für uns wichtig? Oder was können wir jetzt erstmal uns überlegen? Naja, also dieser Stack aus Knoten, den wir hier jetzt haben, O-Nodes, da wollen wir im weiteren Algorithmus eben immer die Knoten haben, die zu offenen Komponenten gehören. Und die Knoten sind auch noch nach der DFS-Nummer nummeriert. Unsortiert. Und gleichzeitig haben wir eben einen Stack von Repräsentanten, die sind auch nach der DFS-Nummer sortiert und die schneiden die Knoten, die auf diesem Stack hier von O-Nodes liegen, eben genau in solche Sequenzen, dass jede Sequenz zu einer Komponente gehört. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie der Algorithmus funktioniert und jedes Mal, wenn man ja nicht trivial sehen kann, dass eine der Invarianten verletzt ist, dann schauen wir uns an, okay, warum ist die Invariante wirklich nicht verletzt? Also als ersten Schritt fangen wir an mit einem Startknoten und scannen den Startknoten, also hier Knoten 0. Und was wir machen, ist, wir fügen den Knoten einmal zum Knoten-Stack hinzu und zum Repräsentanten-Stack. Weil was wir jetzt haben, okay, bis jetzt besteht unser Teilgraph, den wir immer angucken, um über Komponenten zu sprechen, genau nur aus diesem einen Knoten. Und dieser eine Knoten ist natürlich selbst eine Zusammenhangskomponente und dieser Knoten beinhaltet nur eine Komponente und deswegen ist er auch sein eigener Repräsentant.
Jetzt gehen wir eben tiefensuchmäßig durch den Graph durch und am Anfang passiert eigentlich erstmal gar nicht wirklich was Interessantes. Als nächstes wird nämlich die ausgehende Kante von Knoten 0 nach Knoten 1 relaxiert und Knoten 1 wird gescannt. Und da wir uns bis jetzt auf einem Pfad befinden, wo keine Rückwärtskanten oder sowas existieren, wird eben Knoten 1 auch eine neue Komponente, die wir eben so auf den Stacks repräsentieren, dass wir den Knoten 1 eben auf O-Nodes drauf pushen und eben den Knoten für sich selbst als Repräsentant eintragen. Solange wie wir jetzt keine Rückwärtskante traversieren, sondern nur Vorwärtskanten, machen wir das eigentlich einfach so weiter. Weil jeder Knoten, den wir jetzt betrachten, seine eigene Zusammenhangskomponente sein wird. Also jetzt relaxieren wir die Kante von Knoten 1 nach Knoten 2 und Knoten 2 wird eine Zusammenhangskomponente oder eine Komponente auf dem Teilgraph, den wir bis jetzt betrachtet haben. Und wir pushen eben wieder die 2 auf O-Nodes und die Repräsentanten. Wir machen das Gleiche mit Knoten 3, Knoten 4 und Knoten 5. Und bis jetzt ist eigentlich noch nicht wirklich was Interessantes passiert. Wenn wir uns die Invarianten angucken würden, dann ist eigentlich klar, dass die Invarianten auf jeden Fall gelten werden. Genau, jetzt der nächste Schritt, der wird ein bisschen interessanter, weil wir jetzt haben ja keine Baumkante, sondern wir haben eine Nicht-Baumkante hier von Knoten 5 nach Knoten 2, die wir traversieren. Und dadurch verletzen wir jetzt auf jeden Fall, oder dadurch verletzen wir jetzt die Bedingung, dass offene Komponenten irgendwie auf dem Pfad liegen, weil genau wir ja jetzt hier einen Kreis haben. Also wir haben jetzt eine der Rückwärtskanten, die ich vorhin ausgeschlossen habe. Und jetzt müssen wir diese Violation von der Invariante eben wieder beheben. Und das machen wir eben genau, indem wir jetzt die Knoten 2, 3, 4 und 5 zu einer Komponente zusammenfassen. Und warum können wir das auch machen? Naja, okay, wir betrachten uns jetzt nochmal den Graph, den wir bis jetzt irgendwie traversiert haben, das Knoten 0, 1, 2, 3, 4, 5 und die grau markierten Kanten plus die fett markierte Kante sind die Kanten, die wir bis jetzt betrachtet haben. Und in diesem Graph betrachten wir die Komponenten. Und in diesem bisher waren eben Knoten 2, 3, 4 und 5 separate Komponenten. Dadurch, dass wir jetzt aber den Kreis hier schließen von 5 nach 2, ist jetzt jeder Knoten auf diesem Kreis von jedem Knoten aus auf diesem Kreis erreichbar. Und was wir dadurch wissen, okay, diese Knoten, die vorher jetzt einzelne Komponenten waren, können wir zu einer einzelnen Komponente zusammenfügen. Und es ist die Frage, wie repräsentieren wir das jetzt in unseren Datenstrukturen? Naja, was wir machen, vorher hatten wir ja alle Knoten in der Tiefensuchnummerierung im O-Node-Stack und im Repräsentanten-Stack. Und eine der Invarianten war ja, okay, die Repräsentanten sollen dem Pfad der bisher betrachteten Knoten, der offenen Komponenten, in Partitionen aufteilen. Und genau in die Partition, dass eine Partition genau immer eine Komponente beinhaltet. Und das bedeutet letztendlich, dass wir für Knoten 2, 3, 4, 5 eben einen einzelnen Repräsentanten brauchen. Und das Tolle ist jetzt, die Repräsentanten hier sind so schon auf Tiefensuch in Tiefensuchreihenfolge abgespeichert. Und was wir auch sehen, okay, die Kante, die jetzt hier zurückgeht auf Knoten 2, da wissen wir, dass dieser Repräsentant hier in dieser Partition 2 auf jeden Fall eine kleinere Tiefensuchnummer haben wird, als die Knoten in den nachfolgenden, als die nachfolgenden Knoten auf diesem Pfad des Kreises. Weil wir ja die Invariante hatten, okay, die Repräsentanten von offenen Komponenten partitionieren die Komponenten bezüglich der DFS-Nummer. Und wenn wir eben die kleinste Komponente hier betrachten, dann hat diese Komponente natürlich auch einen Repräsentanten, der die kleinste DFS-Nummer hat. Nämlich hier diese Komponente 2 hat eine DFS-Nummer 2, Knoten
3, 4 und 5 haben eben größere DFS-Nummern. Was wir jetzt einfach machen, naja, wir poppen einfach die Repräsentanten vom Stack, bis wir beim Repräsentanten von dem Knoten angekommen sind, auf dem die Nicht-Baumkante gezeigt hat. Wir können uns jetzt nochmal die Invarianten anschauen. Also die erste Invariante, die ist eigentlich uninteressant, weil bis jetzt haben wir ja noch gar keine geschlossenen Komponenten. Deswegen müssen wir die auch auf jeden Fall auch nicht überprüfen. Wir haben die zweite Invariante, die jetzt interessant werden wird, wo wir überprüfen müssen, okay, gilt die noch? Nämlich offene Komponenten liegen auf einem Pfad. Und da müssen wir jetzt zeigen, dass es immer noch gilt. Und wir dürfen keine Rückwärtskanten zulassen und wir dürfen keine Kanten zulassen, die irgendwie zwei Komponenten weiterspringen. Und was wir jetzt eben annehmen, wir sagen, okay, also was wir wissen ist, dass wir mit der tiefen Suche bisher einen Pfad durch den Graph generiert haben. Und wir wissen auch, dass auf diesem Pfad nur Rückwärtskanten in andere Komponenten irgendwie einen Kreis schließen würden, den wir bis jetzt noch nicht gehabt haben und dadurch Komponenten sich vereinigen müssten. Und genau das haben wir ja gemacht. Wir haben nämlich genau alle auf diesem Kreis liegenden Komponenten zu einer einzelnen Komponente zusammengefügt. Und deswegen wissen wir jetzt halt immer noch, okay, alle offenen Komponenten liegen eben auf einem Pfad. Die dritte Invariante ist auch noch interessant, weil wir eben die Repräsentanten irgendwie verändert haben und wir müssen eben immer noch, wir müssen jetzt eben wieder zeigen, dass die Repräsentanten wieder die offenen Komponenten bezüglich der DFS-Nummer partitionieren oder in Sequenzen zerschneiden. Und das haben wir eben genau gemacht oder das können wir garantieren, weil für die Komponenten, die nicht auf dem Pfad lagen oder auf dem Kreis, den wir jetzt generiert haben, da hat sich ja nichts geändert. Und wenn wir uns jetzt die neue Komponente angucken, welche eben genau durch den Kreisschluss generiert wurde, da haben wir den Repräsentanten eben so gewählt, dass er eben der Repräsentant aus der kleinsten Komponente ist. Und alle Knoten innerhalb der neuen Komponente liegen ganz am Ende von diesem Pfad, den wir bis jetzt betrachtet haben. Und der Pfad ist eben von 0, 1 und dann eben zu dieser großen Komponente. Also auf dem Pfad liegen drei Komponenten und die neue Komponente, die wir generiert haben, die liegt ganz am Schluss. Und da wir eben den Knoten mit der kleinsten DFS-Nummer aus dieser Komponente als Repräsentant gewählt haben, schneiden wir die Knoten der letzten Komponente eben genau an der richtigen Stelle auf diesem Pfad ab. Jetzt sind wir bei Knoten 2. Was wir jetzt machen ist, wir gehen jetzt von Knoten 2 wieder rückwärts, weil dieser Knoten eben schon mal markiert wurde. Von Knoten 5 haben wir jetzt eben keine ausgehenden Kanten und deswegen rufen wir jetzt jeweils die Backtrack-Operation aus. Unser Algorithmus macht aber während dieser Backtrack-Operation jetzt erstmal noch gar nichts, sondern wir führen die Backtrack-Operation bis zum Knoten 3 aus und von dort traversieren wir einfach wieder die nächste ausgehende Kante. Von Knoten 5 und Knoten 4 hatten wir bis jetzt noch keine ausgehenden Kanten und deswegen können wir da jetzt auch keine ausgehenden Kanten relaxieren. Und jetzt relaxieren wir eben wieder eine Baumkante zu Knoten 6, welcher eben wieder eine eigene Komponente wird. Und wenn wir von diesem Knoten aus jetzt die Tiefensuche weiterführen, wissen wir, okay, von diesem Knoten gibt es jetzt keine ausgehenden Kanten, die wir betrachten könnten. Deswegen müssen wir wieder Backtrack aufrufen. Und in diesem Fall wird Backtrack das erste Mal interessant, weil jedes Mal, wenn wir Backtrack aufführen und der
Repräsentant, der ganz oben auf dem Repräsentanten-Stack liegt, eben genau der Knoten ist, von dem wir zurückgehen auf den Vorgängerknoten, dann wissen wir, dass wir von dem Knoten aus und alle Knoten, die von diesem Knoten aus erreichbar sind, alle Kanten dieser Knoten relaxiert haben. Und wenn wir das gemacht haben, dann wissen wir, dass die Komponente, welche wir für diesen Knoten generiert haben, die maximale Zusammenhangskomponente oder die steige Zusammenhangskomponente auch auf dem Ursprungsgraph ist. Und deswegen können wir jetzt eben sagen, okay, dieser Knoten 6 hier ist eine Komponente in dem bisher betrachteten Graph, aber auch eine steige Zusammenhangskomponente in dem gesamten Graph. Und deswegen können wir einfach hingehen und diese Komponente hier, welche jetzt nur durch Knoten 6 durch Repräsentanten und auch auf dem Node-Stack repräsentiert ist, einfach von diesem Stack runternehmen. Das ist jetzt wieder eine Operation gewesen, die ein bisschen interessanter war, und da müssen wir dann die Invarianten dafür wieder überprüfen. Ich würde aber sagen, dass wir die Übung jetzt hier abbrechen, und ich nehme mal an, dass wir am Dienstag die Übung am Anfang von der Vorlesung einfach weiterführen werden. Und dann werde ich nochmal einleitend ein, zwei Sachen sagen, und dann steigen wir genau an der Stelle hier ein und betrachten uns noch den restlichen Teil vom Algorithmus. Und dann wird der Rest im Rest von der Vorlesung am Dienstag auch wirklich wieder mit der Vorlesung weitergemacht werden. Gut, das war's von meiner Seite.